Wie soll die langfristige Unterstützung für die Ukraine aussehen? Um Antworten auf diese Frage ging es heute beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister und der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Dabei wurde über weitere Militärhilfen gesprochen und darüber, wie das leidige Problem mit dem Nachschub von Waffen und Munition in den Griff zu bekommen ist. Und erste Zusagen hat es bei dem bis morgen dauernden Treffen schon gegeben. 50 Verteidigungsminister waren in Brüssel zusammengekommen und es gab nur ein beherrschendes Thema: die Gegenoffensive der Ukraine und wie man ihr zum Erfolg verhelfen kann. Das machte NATO-Generalsekretär Stoltenberg gleich zu Beginn des Treffens deutlich. Die Unterstützung, die die NATO-Verbündeten der Ukraine nun schon seit vielen, vielen Monaten gewähren, macht auf dem Schlachtfeld tatsächlich viel aus, gerade jetzt, wo wir hier sprechen. Eines der Hauptthemen, mit denen wir uns befassen werden, ist daher die Frage, wie wir die Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten und verstärken können. Stoltenberg hatte dazu die Chefs von mehr als 20 Rüstungsunternehmen eingeladen. Das hatte es noch nie bei einem Ministertreffen gegeben. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin schloss sich Stoltenberg an und forderte von den westlichen Alliierten, der Ukraine mehr Waffen und Munition zur Verfügung zu stellen. Ich bitte die Mitglieder dieser Kontaktgruppe, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die Ukraine die Luftabwehrmittel und die Munition erhält, die sie zum Schutz ihrer Bürger so dringend benötigt. Die USA, Großbritannien, die Niederlande und Dänemark sagten bereits die Lieferung von Luftabwehrsystemen zu, darunter hunderte Luftabwehrraketen. Ein weiteres bedeutendes Thema stand gar nicht auf der Tagesordnung, wurde aber hinter den Kulissen intensiv diskutiert. Wann kann die Ukraine Mitglied der NATO werden? Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius bezog dazu deutlich Stellung. Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO, das ist völlig klar. Aber eigentlich sind sich auch alle einig, dass das nicht passieren kann, solange sich die Ukraine, solange auf dem Territorium der Ukraine ein Krieg stattfindet. Bisher hatte Bundeskanzler Scholz sich zurückhaltender geäußert und nur von Sicherheitsgarantien gesprochen. In 4 Wochen findet der NATO-Gipfel im litauischen Vilnius statt. Dann wird das Thema sicher erneut diskutiert werden. Und für uns hat unsere DW-Korrespondentin Alexandra von Namen das heutige Treffen in Brüssel begleitet. Alexandra, die Frage, wann die Ukraine NATO-Mitglied werden kann, stand heute zwar nicht auf der Tagesordnung, sie wurde aber intensiv diskutiert. Sind denn in dieser Frage in absehbarer Zukunft neue, konkrete Schritte wahrscheinlich? Ja, ich glaube, es steht außer Frage, dass die Verbündeten sich hier einigen müssen, was sie denn bereit sind, der Ukraine anzubieten. Sie sind sich einig, dass solange der Krieg andauert, die Ukraine dem Bündnis nicht beitreten kann. Aber es gibt eben die Osteuropäer und die Balten, die sagen, wir müssen Kiew trotzdem irgendeine konkrete Beitrittsperspektive anbieten. Immerhin kämpfen sie mit westlichen Waffen, immerhin kämpfen sie auch für die Werte, für die die NATO steht. Da stehen aber andere NATO-Länder auf der Bremse, Deutschland zum Beispiel, vor allem aber die USA, die sagen, wir wissen nicht, wie dieser Krieg ausgeht, wie lange er dauert. Wir können der Ukraine keinen Zeitplan zum NATO-Beitritt anbieten. Klar ist nur, sie werden sich irgendwo in der Mitte treffen müssen, wenn die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten Anfang Juli zu einem großen Gipfel in Vilnius zusammenkommen, denn sie wollen schon der Ukraine ein Signal geben, auch wenn es am Ende vielleicht eine Beteuerung sein wird, dass sie eines Tages, wenn der Krieg vorbei ist, der NATO beitreten können. Ja, und neben solchen schnelleren Schritten für die NATO-Mitgliedschaft wünscht sich die Ukraine vor allem Waffen und Munition. Welche konkreten Waffenzusagen haben sich bei dem Treffen in Brüssel denn heute schon ergeben? Also man hat sich hier vor allen Dingen auf die Luftverteidigung konzentriert. Ich habe darüber auch mit dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesprochen und hat beteuert, wie wichtig die Luftverteidigung jetzt ist, damit die Ukraine ihre Bürger, aber auch ihre Infrastruktur verteidigen kann und sich gleichzeitig auf diese Gegenoffensive konzentrieren kann. Es gab hier eine Ankündigung von den USA, Großbritannien, Dänemark und den Niederlanden, die versprochen haben, Hunderte von Flugabwehrraketen der Ukraine zukommen zu lassen. Und das soll eben der Ukraine helfen, die Luftverteidigung zu verbessern.
Und jetzt sind zum ersten Mal überhaupt bei einem politischen Ministertreffen 20 Vertreter von Rüstungsunternehmen eingeladen. Ist das als Zeichen zu werten, dass die Waffenbestände leerer werden und die größte Herausforderung darin besteht, die Produktionskapazitäten dringend hochzufahren? Ja, diese Analyse ist total richtig. Das ist ein riesiges Problem, denn wir müssen uns vorstellen, dass die Mitglieder des Bündnisses Milliarden ausgegeben haben oder Waffen im Wert von Milliarden an die Ukraine geliefert haben, ob es sich um Panzer handelt, Flugabwehrraketen, Munition, und ihre Lager sind leer und die Produktion, die Industrie kommt nicht nach mit der Produktion. Das ist ein riesiges Problem. Deswegen dieses Treffen hier am Rande der NATO-Ministertreffen mit der Industrie, auch um denen ein Signal zu geben, dass die Nachfrage da ist. Sagt Alexandra von Namen. Vielen Dank für die Analyse zum Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.